Hey, willkommen zurück zu Okage Shadow King, zur nächsten anderen Session. Beim letzten Mal haben wir eine längere Session gemacht und haben dort Kämpfe durchgeführt. Und ja, wir rennen jetzt hier wieder hier lang, wir fangen dann machen direkt weiter mit mehr Story. Aber erstmal rennen wir jetzt zurück, weil wir hier noch was abholen müssen, weil ich glaube ja vorletzten Aufnahmesession war es, was entdeckt habe. Ja, also als Video gesehen habe, habe ich gesehen, dass wir noch was vergessen haben. Ja, tatsächlich, ich bin vorbeigelaufen, aber es kommen gerade zu viele Gegner. Also müssen wir erstmal die alle erledigen. Ja, jetzt kommen aber doch noch ein paar Kämpfe hier, aber nicht so viele wie beim letzten Mal. Nehmen wir den hier, ist doch egal. So. Haben wir drauf da. Ja, er legt mir wieder nicht mehr schlafen. Auch nicht schlimm. So. Ja, der ist schon mal hin, der erste. Ja, wir sind ja schon ziemlich stark jetzt mittlerweile. Deswegen sollte das kein Problem darstellen. Wie gesagt, diesmal gibt es wieder ein bisschen mehr Story. Keine Kämpfe haben wir beim letzten Mal genug gemacht. Und ja. Ja, wieder ein Kampf abgeschlossen, damit ihr nichts verpasst. Ja, für die es nicht gesehen haben beim letzten Mal, ihr habt trotzdem was verpasst eigentlich. Nette Kämpfe, nette, ja, Dialoge mit Stan. Ja, das tatsächlich hat er auch ein bisschen aufgelockert, diese Kampfpassagen, immer wieder mal. So, haben wir wieder ein bisschen Ruhe jetzt hier. Jetzt können wir erstmal um diese Truhe da kümmern. Die habe ich mir irgendwie gesehen in einem Video. Every Quad Punkwick. Ja, was ist das? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Mal gleich mal gucken, was das ist. Punkwick. Wixers creates great punk hair. Ja, das klingt doch gut. Oder auch nicht. Ich weiß noch nicht, wofür wir das brauchen, aber egal. Ach, kommt wieder jede Menge. Aber hören wir mal ab. Haben kein Interesse mehr dran. Jetzt wäre ja kurz gleich der nächste. Wenn immer mehr Leute, je mehr man ausweicht, irgendwann kommt man nicht mehr. Kann man nicht mehr ausweichen. Da kommen in der Meere. Ja, die Dichte erhöht sich. Was ist das eigentlich hier? It's a big stone statue. I wonder what's it doing here. Ja, I don't know. Ah. Oh ja, keine Chance mehr auszuweichen. Ja, wir müssen hier jetzt mal ein bisschen aufräumen. Einfach mal drauf da, wie immer. Im Idealfall haben wir gleich nur mit weniger zu tun. Ne, nicht ganz. Wir haben 40 und wir haben nur 39 verursacht an Schaden. Ging nur einer weg. Schade, schade. So. Da haben wir ja ein bisschen mehr Glück. So, der ist hin. Aber immer noch ein, okay. Drauf da. Ach, hier immer mit seinem Schlafangriff, verdammt nochmal. So. Nehmen wir genug von dem, hä? Wir haben jetzt genug von dem Vieh da. Von der Folie-Scheuche. Ach ja. Er könnte auch mit flüchten natürlich, aber wozu, ja? Wir müssen die ja nicht fürchten. Haben ja kaum Schaden verursacht, da sind hier alle noch richtig gut dabei. So. Ja. Deswegen noch ein paar Kämpfe gibt es hier trotzdem noch, gut, weil wir ja mitten noch im Gebiet sind. Da haben wir bald 5000 Geld, wenn es weitergeht. Ja, was haben wir jetzt hier? Ja, ein paar Experience Points, nicht so wirklich spannend. So, was haben wir hier? Hier ist, glaube ich, der. Hier kann man, glaube ich, was sammeln. Something ist er. Ivy found Tiny Gear, ja. Machen wir mal weiter mit Tiny Gears hier. Da. Ach, kommt wieder welche hier. Ach ja, kommt gleich der nächste Gegner. Was haben wir hier? Ach, wieder drei von denen. Ach, die wollen wir wissen, ja. Gut, kein Problem. Machen wir trotzdem platt. So. Oder auch nicht. Naja, doch. Der ist hin. Nein, sollte eigentlich hin sein. Auch nicht, der liegt immer noch. Ich dachte, wir hätten mal erledigt. Der hat doch eben zwei abgezogen eben. Naja, egal. So. Der sollte aber jetzt gewesen sein. Warum kann er nochmal angreifen? Verdammt nochmal. Hauerei. Wie konnte jetzt zweimal angreifen jetzt? Komisch. Ja, kein Problem, trotzdem.
sind stark genug, um was zu reißen. Um was zu reißen, die müssen die jetzt nicht mehr ganz so fürchten. Ja, 5000 Geld, naja. Ist doch super, ist doch immer eine Zahl, hä? Ah, da ist was. Something ist ja, ey, Fontaine Gear. Jawohl. Jawohl, wie sie gehört. Oh, der nächste Song. Oh, kommt wieder so ein blöder Geist. Was ist das? Eine Kröte? Und eine Truhe. Ey, wir quatschen Chick Suspenders. Was ist denn das? Was kann man denn machen? Was ist denn das? Essential to allow you to show off your chic taste. Aha. Hab keine. Oh, ist wieder einer. Oh, ach, da ist so ein. Da ist so ein Steinkreis. Ach, was haben wir jetzt hier? Ah, hier drei verschiedene. Gut. Rosalind, du kümmerst dich mal um diese Vogelscheuche. Abby kümmert sich um den Goat. Und Kistling macht mit dem Sturm, den er ja gesammelt hat, ja, die Krähe fertig. Da ist sie relativ fix. Sind alle. Oh. Naja. Alle nochmal gemeinsam drauf. Er sollte aber kein Problem darstellen. So. Ja. War das schnell vorbei? Ja. Ja, letztes Mal ganze 2 Stunden haben wir gebraucht für die ganze Aktion. Eine Folge hier 51 Minuten. Das habe ich ja in Level aufgeteilt, diese ganzen Folgen. War ja auch schon lang genug, ja. ja, was soll man sagen? Natürlich war ein bisschen komisch, die 2 Folgen gehen 1/2 Stunde. Und eine ging dann eine ganze Stunde fast. Aber dann habt ihr das immer hinter euch gebracht, ja. Ist ja auch gut. War so eine Truhe. Ah, nehmen wir die mal mit. Ja, ich hab den. Ich dachte, ich wollte ihn ausweichen. Gib mir ein paar Frösche. Ein paar Fröschlis. So, Rosalind Frost auf die Frösche. Ich nutze das fast gar nicht, aber egal. Wait und Abby greift mit Kissling den Form an. Ja, und hätte ich eigentlich auch das Sturm machen können, glaube ich, wäre doch besser gewesen. Weil der macht glaube ich nicht so viel Schaden, obwohl doch auch 48. Ah. So, komm mal her. Wait. Ja, kein Problem. Nochmal wait. So. Und Attack Combine drauf da. So. So, dahin. Ja, so kann es gehen. Super. Den haben wir erwischt. Ja, schön. Was haben wir jetzt hier erhalten? Wieder Geld. Klar, nichts anderes, war ja nur Geldtaschen. Ja, gut, wenn er weitergeht, haben wir bald hier ein neues Level ab. So, Abby Quiet, Gurgles Mascara. Was ist das? Was ist das denn? Was ist denn das? Creates indescribably mysterious eye gaze. Aha. Okay. So, dann mache ich hier fertig. Jetzt können wir wieder weit zurück. Da hinten ist eine Brücke, die man in der Fernung sehen kann, möglicherweise. Nein, ich will nicht kämpfen. Wenn ich ja meinen kann, will ich es jetzt auch nicht erzwingen. Was ist das hier? Block Sarkos is back from a performance. The next performance is not yet scheduled, but coming soon. Aha. Wer ist da? Dann für einer? Hi there. Have you heard of messages in a bottle? You put your message in a bottle and release it at the river or sea. What if someone somewhere found the bottle and read the message inside? Don't you think that your world would expand to a new level? And maybe, just maybe, whoever found it might write back to you. I know. I'm a hopeless romantic. So, that is why I'm releasing messages in a bottle. That is my quest for romance. If I release it here, I think it will reach the lake. Oh, I can't wait. I wonder who will find it. Aha. Jetzt also ein Ding uns verschickt. Eine Flaschenpost. Da. Dann noch eine Truhe.
Oh ja. Lustus Herr. Aber nicht schon mal Herr. Wir haben noch diese Punk-Kleidung, ne? Diese Punk-Nummer auch so ein Punk-Wick hier. Auch für Haare. Was haben wir hier? Eine ganze Verkleidung? Wix that creates flowing lustrous hair. Ja. Verstehe. Aber hier? Kommen wir noch rein in das Zelt. Aber hier ist nichts, oder? Na, hier ist nichts zu sehen. Hier ist nichts zu holen. Dann gibt's hier nichts. Okay. So. Was haben wir hier? Eine Leiter, die wir nicht nutzen können, weil sie auch nirgendwo hingeht. Möglicherweise. Welcome! Ist derselbe Zirkus wie bei TNL? Kann man gar nicht sein, oder? A circus swing and audience seats are there. It seems like nothing and nobody is here. Ja. Super. Ja, mal hier rein, gucken, was hier so ist. Da ist hier auch nichts, doch. Ich bin lustig, dass er eben dachte, von wegen ist niemand da, aber in dem anderen Zelt war auch keiner. Da durfte man rein. There he goes again. The ringmaster's of getting lost somewhere. I wish he would stop that. I would have taken off a long time ago, too. If I would been paid in advance, that is. Ah ja, mit Zahlung stimmt also nicht. Not again. I tell you, it never fails. Suddenly, I look up and realize the ringmaster's gone. Or maybe he's gone before I realize it. Yes, that's it. Ja. Auch nicht so viel zu erzählen hier. Gut. Da ist ein Clown, ja. I don't think I can perform without Ringmaster. I guess he will catch with up later. Nee, he will catch up with us later. Like he always does. But still, I don't like this. Okay. Was ist das jetzt hier? Wo geht's hier hin? Komm mal hier. Ah, oh, hi. Guck mal. Was ist los? Freeze! Don't move! Don't turn around! I'm from the World Crypto Organization. So, you've made it this far. Well, well, you must be a cipher extraordinaire. The next cipher text is X Station O. Goodbye! Er required cipher text 4. Ich habe nicht mal den dritten verstanden, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir rennen einfach hier lang und irgendwie löst sich das automatisch. Ehrlich gesagt, ja, sehr komisch. Cybertext 4, Mystery Document from a man who VCO by the circumstance. Was heißt ein VCO? Keine Ahnung, ihr könnt es ja nicht schreiben. Cybertext 4, No Station Yes. Aha, also X ist No und O ist Yes. Ah, so verstehe ich das. So, interessant. Da war eine Truhe. Sehe ich das richtig? Jupp, da sehe ich richtig. Elquart Schulles Tirol. Was ist das? Ich glaube, irgendwie als Kleidungsstück oder was oder sowas, ne? Ist das nicht auch ein Kleidungsstück? Scary Product inviting you to the world of fat. Ha? Was soll das denn heißen? Keine Ahnung. Ist hier irgendwas? Ja, hier ist ein Tiny Gear. Something is a found Tiny Gear. Hier gibt es aber auch keine Geister. Gut. So, ich glaube, einer fehlt uns noch, ne? Hier sind auch mehr. Auch 8 Stück. Hier bleiben wir jetzt eben die 15, glaube ich. Ja, 15. Einer fehlt uns noch. Mal gucken. Hier ist auch nichts weiter. Hier haben wir alles abgegrast. Den können wir hier wieder raus. Richtung Süden. Würde ich meinen. Mal rumgucken. Doch. Da geht es ja, glaube ich, zu dem Dorf da hinten. Ah, das baut sich so auf in der Entfernung. Das scheint so eine Stadt zu sein. Ah, nein, nicht schon wieder. Oh, Zug. Ah, ja, gut, egal. Machen wir das halt mal. Ja, müssen wir wieder einen kleinen Angriff starten hier. Rosalind kümmert sich um den. Kissling nimmt Sturm auf den. Und Eric kümmert sich um den, ne? Ach, weiß ich nicht, ob das alles stimmt. Keine Ahnung. Passion irgendwie. So. Hat er überlebt, hä? So. Ach ja.
Na ja. So, das war's dann schon. So schlimm war's nun auch nicht. Yay. Haben wir ja ein bisschen Ruhe. Ich sag mir mal, man wird früher später so in die Kämpfe getrieben, weil man kann gar nicht so viel ausweichen. Irgendwann wirst du einfach, kommt von allen Seiten. Ich sag, erhöht sich halt die Auftauchrate von diesen Gegnern. So, irgendwie hier, und irgendwo soll jetzt hier noch ein Tiny Gear stecken.